Herzlich willkommen zur Pressekonferenz Ansicht der Klimawahl, wo wir im Zusammenschluss von der Cradle to Cradle e.V. und den Active for Future die Forderung an den neuen Stadtrat vorstellen wollen. Dazu möchte ich begrüßen die Katrin Walboda von Science for Future, Katrin Teilig, Andrea Heil und meine Persönlichkeit Architects for Future und Cradle to Cradle, sowie unseren technischen Helfern Lukas, Matthias und Micha von den Fridays for Future. Die heutige Pressekonferenz steht auch unter Schirmherrschaft von Fridays for Future. Beginnen werden wir mit einer kleinen Rede von Katrin Walboda von den Scientists. Ich möchte mich bedanken, bei dieser Pressekonferenz der Architects for Future als Scientists for Future sprechen zu dürfen. Man sagt ja so schön, die Zukunft wird kommen. Unsere Zukunft wird unweigerlich unter dem großen Thema des Klimawandels, der Klimaanpassung und der Klimafolgen stehen, die drastische Veränderungen mit sich bringen werden und lebensbedrohend für die Menschen sein können. Die umfangreichen und belastbaren Fakten der Wissenschaftler, die weltweit arbeiten und forschen in diesen Themenbereichen, stehen uns zur Verfügung. Es müsste eigentlich in der menschlichen Vernunft liegen, schon jetzt und mit vollem Einsatz nicht nur die notwendigen, sondern alle möglichen und ambitionierten Klimaschutzvorkehrungen zu treffen, für eine lebenswerte und menschengerechte Umwelt und Zukunft. Abwarten oder zögerliches Handeln macht diese Herausforderungen nicht kleiner. Gerade im Hinblick der natürlichen Prozesse des Klimawandels und ihrer teilweise nicht vorhersagbaren Auswirkungen, wie zum Beispiel das Auftauen des Permafrostes und der unkontrollierten Freisetzung großer Mengen CO2, müssen wir uns in den kommenden Jahrzehnten noch auf weitere Probleme vorbereiten. Wir sollten also schon heute die Potenziale der CO2-Einsparung umfassend heben, die aufgrund wissenschaftlicher Ergebnisse und praktischer Erfahrungen auf dem Tisch liegen. Diese sind unter anderem die Reduzierung des Energiebedarfs in allen Sektoren, die Abkehr der Nutzung fossiler Brennstoffe, der massive Ausbau erneuerbarer Energien und der Schutz artenreicher und leistungsfähiger Ökosysteme. Ein wichtiges Handlungsfeld ist der bauliche Bereich, auf den laut dem Umweltbundesamt ca. 35% des Endenergieverbrauches in Deutschland entfallen, ungeachtet des Abfallaufkommens und der grauen Energie von Baustoffen, ihrer Gewinnung und Herstellung. Nachhaltigkeitsstrategien für Sanierungen, Neubauten, Quartiere, Städte und übergeordneten Strukturen sind unabdingbar. Neben der regenerativen Energiegewinnung und der Steigerung der Energieeffizienz stehen unter anderem auch Klimaanpassungsmaßnahmen, die Reduzierung des Flächenbedarfs, klimafreundliche Mobilitätskonzepte, Steigerung der Sanierungsquote, Innen-vor-Außen-Entwicklung, Förderung der Baukultur, Lebenszyklusorientierung und kreislaufgerechtes Planen und Bauen auf der Agenda, um nur einige zu nennen. Allem voran bedarf es der Bewusstseinsbildung und der Wissensvermittlung aller am Bauen Beteiligten und der Einbindung der Gesellschaft in diese Prozesse. Denn die Fragen sind vielfältig, die auf dem Weg zu einem gelungenen, nachhaltigen Projekt gestellt werden müssen. Die Architects for Future München haben einen Großteil dieser Fragen mit dem Fokus auf Ressourcenschonung, CO2-Einsparung und intelligenten Recycling-Konzepten wie Cradle to Cradle sichtbar gemacht. Es gibt Gebrauchsanweisungen, Handlungsempfehlungen und Erfahrungsberichte, die wir nutzen können. Jetzt geht es darum, diese umzusetzen und weiterzuentwickeln. Der Wandel hin zu einer nachhaltig agierenden Gesellschaft ist hierbei ebenso dringend gefragt wie klares politisches Handeln. Daher ist auch unserer Meinung nach die kommende Kommunalwahl eine Klimawahl. Wir unterstützen die Forderung der Architects for Future München, sich rasch und effektiv für kreislaufgerechtes Bauen und Sanieren einzusetzen. Der Mehrwert, den die Stadt und die Bürger Münchens daraus generieren können, wird nicht nur im aktiven Klimaschutz liegen, sondern auch in der Erhöhung der Lebensqualität, der Wertschätzung unserer Umwelt und einer zukunftsfähigen, verantwortungsbewussten Gesellschaft. Dankeschön. Wie angekündigt, stellen wir heute unsere Forderungen an den Münchner Stadtrat vor, anlässlich der Klimawahl und im Hintergrund vor der globalen sozusagen Klimakrise. Die Hauptfaktoren gehen durch die Presse, sind allgemein bekannt für diesen Zustand, den wir gerade haben. Und zwar ist es zum einen der enorme Energieverbrauch, der weltweit steigt, damit verbunden die Energieerzeugung aus fossilen Energieträgern wie Kohlekraft,
das Verkehrsaufkommen, das immer mehr zunimmt, und auch das weltweite Plastikproblem, das nicht nur Meere und Gewässer, sondern die gesamte Umwelt verschmutzt und zerstört. Diese Themen gehen durch die Presse, bildlich und verbal. Was ist aber hiermit? Was sehen wir hier? Das ist ein Thema, das bislang viel zu wenig diskutiert wird. Und worüber wir reden, ist Bauschutt. Wir von Architects for Future und dem Cradle-to-Cradle Baustammtisch München wundern uns, warum dieses Thema so wenig diskutiert wird, obwohl es so einen enormen Anteil einnimmt. Und zwar, wie das Umweltbundesamt schon dargestellt hat, 40% der deutschen CO2-Emissionen, 35% des deutschen Energieverbrauchs und 60% des deutschen Abfallaufkommens sind auf den Bausektor zurückzuführen. Wobei wir sagen, Abfall ist ein Designfehler. Dazu später mehr. Ein anderer Faktor, der nicht berücksichtigt wird, ist zum Beispiel heimliche Klimakiller wie die Zementherstellung. Zement wird, wie bekannt, für die Herstellung von Beton verwendet, verursacht weltweit aber mehr als 3 bis 4 Mal CO2 wie der gesamte Flugverkehr. Das heißt, darüber müssen wir sprechen, über Baustoffe, über die Art und Weise, wie wir produzieren. Produzieren wir weiterhin nach dem Konzept Cradle to Grave, das auf Deutsch bedeutet von der Wiege zum Grab. Das heißt, Baustoffe, Ressourcen werden der Erde entnommen, werden zu Produkten gemacht und am Ende, wenn sie nicht mehr verwendet werden, nicht mehr gebraucht werden, werden sie auf dem Müll deponiert, werden verbrannt. Dabei werden wertvolle Ressourcen verbraucht, Abfall erzeugt und CO2 emittiert. Wir sagen, wir brauchen neue Designkonzepte, die die Produkte schon am Anfang ihres Lebenszyklus betrachten, über den gesamten Lebenszyklus, dass Produkte so hergestellt werden und designt werden, dass sie für den Kreislauf gemacht sind. Das heißt, Reparaturkonzepte, Recyclingkonzepte, Entsorgungskonzepte, die am Ende des Lebenszyklus auftauchen, müssen von Anbeginn mit berücksichtigt werden. Das heißt also, wir brauchen ein grundlegendes Umdenken. Wir brauchen eine Revolution im Bauwesen und nicht nur im Bauwesen. Einhergehen mit dieser Revolution muss auch ein Umdenken bei der Fußabdruckbetrachtung. Was wir aktuell betrachten, ist hier in Schwarz dargestellt unser negativer Fußabdruck, den wir versuchen zu verringern. Aber wir müssten vielmehr versuchen, einen großen, positiven Fußabdruck zu hinterlassen und nützlich zu sein für den Planeten, statt nur weniger schädlich. Oder im Gebäudebereich Gebäude wie Bäume und Städte wie Wälder zu bauen. Das klingt jetzt erstmal nach einer Utopie. Aber bereits umgesetzte Projekte zeigen, dass es schon geht. Ein Gebäude könnte zum Beispiel, statt weniger schädlich zu sein, wie hier das Rathaus in Venlo in den Niederlanden, die Luft reinigen im Umkreis von 500 Metern. Es könnte mehr Energie erzeugen, als es verbraucht. Das Rathaus in Venlo hat einen Bodenbelag, der die Luft reinigt für die Menschen, die sich dort aufhalten. Und die Krankentage haben messbar abgenommen, was natürlich auch eine riesige Ersparnis ist. Und die ganzen Faktoren von diesem positiven Gebäude sorgen dort für eine Ersparnis von 175.000 Euro pro Jahr. Also es ist auch durchaus wirtschaftlich, wenn man das konsequent umsetzt. Wie funktioniert jetzt dieses Bauen genau? Also es fängt bei den Materialien an. Und wir unterscheiden bei Cradle to Cradle in 2 Kreisläufe, den biologischen Kreislauf und den technischen Kreislauf. Und alles, was irgendwie unkontrolliert in die Natur gelangt, in die Umwelt gelangt, zum Beispiel durch Abrieb, also Schuhsohlen, Autoreifen oder auch Kleidung, Textilien beim Waschen, muss biologisch abbaubar sein und gesund sein. Alle anderen Materialien, alle technischen Materialien können hingegen in einem technischen Kreislauf zirkulieren, wo man sie nach Gebrauch wieder zurücknimmt, demontiert und in sortenreine Materialien und dann wieder zurückführen kann. Wenn man das einhält, dann existiert faktisch kein Müll mehr. Und eine weitere Unterscheidung oder eine Unterscheidung zu den bisherigen Nachhaltigkeitskonzepten ist bei Cradle to Cradle eben dieser Fußabdruck.
Hier im unteren Teil der Skala sehen wir unseren negativen Fußabdruck, den wir versuchen, durch Effizienz zu verkleinern. Und wie man an der Grafik sehen kann, ist das Maximum, was wir erreichen können, null zu sein, neutral zu sein. Ist das wirklich, was wir wollen? Man könnte auch versuchen, einen großen positiven Fußabdruck zu haben, durch Ökoeffektivität und nützlich zu sein. Ja, gibt es denn sowas schon in München? Dazu gleich mehr. Ja, mit uns und mit euch vielleicht schon bald. Ja. Wer sind wir? Wir sind ein Zusammenschluss von Interessierten eben in Bau und Architektur, aber vor allem eben auch auf dieses Designkonzept Cradle to Cradle hin. Ja, wir haben uns jetzt hier zusammengetan in München. Gibt es sowas wie einen Stammtisch, das nennen wir Stammtisch, und eine Ortsgruppe in München von Architects for Future. Und wir haben die letzten Monate, 4 bis 5 Monate, damit zugebracht, intensiv an Inhalten zu arbeiten, vor allem in Bezug auf die anstehende Kommunalwahl. Hier sieht man uns beim Arbeiten, ja, mit sehr regem Interesse. Und was ist daraus entstanden? Wir haben Forderungen an die Politik entwickelt. Das ist aber auch so als Angebot zu verstehen, ja, von Professionellen, die in diesen Branchen arbeiten, eben an die Politik, dass wir zusammen in die richtige Richtung gehen und da was erreichen. Zudem haben wir Leitfragen für den Planungsprozess entwickelt. Das sind keine festen Lösungsvorgaben, sondern sollen eben als Orientierungspunkte gelten, die vor und während den Bauprojekten herangezogen werden können, um zu prüfen, geht es in die richtige Richtung. Denkanstöße sich zu holen, Inspiration sich zu holen. Und als dritten Punkt haben wir konkrete Maßnahmen zur Umsetzung vorgeschlagen, die eben auch schon einen konkreten Mehrwert bieten können. Und zwar nicht irgendwann, sondern sofort. Das Ganze haben wir dann online gestellt auf www.münchen2020.org, ist für jeden einsehbar, und wollen damit eben unsere Vision für die Stadt der Zukunft vorstellen. Das ist jetzt konkret für München und konkret jetzt für, sagen wir mal, das nächste für dieses Jahr und für das nächste Jahr, was sofort starten sollte, soll aber eben auch anwendbar sein auf andere Kommunen, auf andere Städte, auf andere Landstriche dieser Welt. Wie bereits angesprochen, haben wir hier das in drei grobe Bereiche sortiert und hier nochmal abgebildet die verschiedenen Kategorien, weil was eben auch ganz wichtig ist, dass man sich nicht nur einzelne Bereiche rauszieht, sondern eben auch der Komplexität gerecht wird und auch diese Wechselwirkung zwischen den verschiedenen Bereichen gerecht wird. Ja, also wenn man hier zum Beispiel sieht, es geht um Gebäude, Energie, Flora, Fauna, Mobilität, Müll und Recycling, das muss alles zusammenspielen. Es muss nicht alles auf einmal umgesetzt werden, aber die Denkweise, dass eben das alles berücksichtigt werden sollte, ist wichtig. Als Beispiel habe ich jetzt mal drei rausgezogen, und zwar als Forderung ein verpflichtendes Rückbaukonzept für Bauprojekte. Dadurch soll eben auch verhindert werden, dass die Verantwortung immer weitergeschoben wird und im Endeffekt sich keiner mehr darum kümmert und keiner weiß, was soll jetzt eigentlich dann getan werden mit diesem Material, mit diesen Gebäuden, mit diesen Landstrichen, die ja schon gebaut sind, ohne dass bei der Planung berücksichtigt wurde, dass es irgendwann auch ein Ende dieses Nutzungskontexts gibt und dass wir eben das Ende eben als auch einen neuen Anfang betrachten sollten. Als Orientierungsfrage im Planungsprozess zum Beispiel Sanierung statt Abriss möglich. Das sollte man stets prüfen, ob immer zwingend abgerissen werden muss, ob zwingend neu gebaut werden muss oder ob nicht eine Sanierung des Bestands einfach möglich und sinnvoller ist. Ja, und als konkrete Maßnahme hier als Beispiel Trennbarkeit von Komponenten unterschiedlicher Lebensdauer. Zum Beispiel macht es keinen Sinn, einen Innenraum oder einen Aspekt eines Hauses mit den Tragwänden zusammen zu verbinden, ohne dass dies austauschbar ist, zum Beispiel wie ein Fenster, das zum Beispiel schraubbar ist oder klappbar ist, um das eben auseinander zu halten und eben diesen verschiedenen Nutzungskontexten dann eben auch gerecht zu werden. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage, wie gesagt, münchen2020.org, aber auch auf den Homepage von Architects for Future und Cradle to Cradle e.V. Und ja, also wir sehen alles, was wir momentan tun, unter dem Hashtag Bau kein Scheiß, ne, und eben geht zur Klimawahl, weil diese Wahl wird wirklich entscheidend und wird wirklich die Weichen für die Zukunft stellen. Wir müssen hier mit Vorbild vorangehen. Vielen Dank.